Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute wieder von der Wikimania 2017 in Montreal. Ich habe mir jemanden vom Flur geklaut, den Kenny. Den kenne ich schon aus dem Berliner Stammtisch. Ja, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Kenny McFly. Bin seit 2015 dabei, im Dezember. Hab gleich angefangen. Sag mal, wie alt du da warst. Ich war da 16. Mhm. Und jetzt werde ich in 10 Tagen 18. Mhm. Also Leute, Geschenke. Was? Geschenke, Geschenke. Ja, ich bin nicht so der Geschenketyp. Ach so. Ich feiere auch üblicherweise meinen Geburtstag nicht. Mhm. Mit 16 hast du dich angemeldet. Kanntest du die Wikipedia aber schon vorher? Genau, ja. Ich kenne die Wikipedia seit etwa 2007. Aus der Grundschule, als ich ein Referat über Meerschweinchen halten, weil ein Buch über Meerschweinchen schreiben sollte. Ich habe einfach den Wikipedia-Artikel über Meerschweinchen ausgedruckt und in Buchform formatieren lassen, zusammengetackert und habe eine 2- dafür bekommen, weil ich zu langsam war. Was heißt zu langsam? Zu spät abgeliefert oder wie? Nee, weil ich zu lange nicht wusste, was ich tun möchte. Das war die offizielle Begründung der Lehrerin. Aber für die Lehrerin war es okay, dass du überhaupt gar nicht inhaltlich dran gearbeitet hast, sondern das einfach nur gebastelt hast? Grundschule. Das heißt, die wusste nicht, was Wikipedia ist oder wie? Das weiß ich nicht. Ah. Und wieso Meerschweinchen? Ich hatte 3 Stück zu Hause. Und die mochte ich. Und ach so, okay. Also man sollte einfach ein Buch machen, dann hast du einfach den Artikel. Okay, also das war deine erste Nutzung von Wikipedia. Genau. Der offizielle. Also nachgeschaut hast du wahrscheinlich vorher schon was, wenn. Oder bist du da wirklich erst drauf gestoßen? Ich habe wahrscheinlich bei Google einfach Meerschweinchen eingegeben. Das erste, was aufging, war Wikipedia. Und ich glaube, dadurch habe ich es tatsächlich erst kennengelernt. Mhm. Es gibt ja auch sowas wie Frag Finn oder so, ne? Sagt dir nichts. Nein, okay. Also vom Namen her, aber mehr nicht. Okay. Also in der Grundschule erstmal Wikipedia. Und dann hast du auch irgendwann angefangen zu bearbeiten, wenn du jetzt 10.000 Edits hast. Genau, ich habe, also es sind 12.000. Entschuldigung. ich habe 2012 gedacht, ich könnte einen Artikel schreiben. Und zwar über meinen Dorfverein, der irgendwo zwischen erster und zweiter Kreisklasse spielt im Fußball. Und da habe ich angefangen. Was bedeutet das? Also ich habe null Ahnung von Fußballklassen. Die erste Kreisklasse ist die 9. Liga und die zweite Kreisklasse ist die 10. Liga. Gibt es da noch 11. und 12.? In Niedersachsen oder im Raum Hannover, wo ich herkomme, geht's bis zur 12. Ist die 4. Kreisklasse. Mhm. Allerdings, es gibt, ich glaube in Hessen oder so, geht's bis zur 15. Ah ja. Also haben sie schon ein bisschen hochgearbeitet. Ja. ich habe diesen Artikel dann. Und du warst da auch in dem Verein. Ja, genau. Ich war da auch. Mhm. Ich habe diesen Artikel dann erstellt. Die Erstversion war ungefähr einen Satz lang, schlecht formatiert und enthielt einfach nur, der SV Resse ist ein Fußballverein aus Resse, er spielt in der ersten Kreisklasse. Stimmt ja erstmal. Ja, wurde trotzdem sofort gelöscht. Ich habe das damals nicht verstanden. Plötzlich war er weg. Ich dachte, na, schreibe ich ihn nochmal. Habe ich ihn normal geschrieben, habe ich gedacht, vielleicht war er zu schlecht oder zu kurz. Und dann habe ich so einen Einzelnachweis irgendwie reingekriegt. Da bin ich eigentlich jetzt noch stolz auf mich. Aber also ein Link zu einer Webseite. Genau, also die Homepage war es. aber plötzlich war der Artikel wieder weg. Und als ich ihn nochmal erstellen wollte, ging das gar nicht mehr. Weil zwischenzeitlich Pittimann das Lemma gesperrt hatte. Mhm. Also dann hattest du aufgegeben in dem Augenblick erstmal. Genau, da hatte ich dann aufgegeben. Und ich habe dann manchmal in den folgenden Jahren noch Rechtschreibfehler korrigiert, wenn ich sie gefunden hatte. Da gab es noch keinen Visual Editor, das war alles im Quelltext. Ich glaube, gibt es als IP überhaupt den? Ich glaube nicht. Oder vielleicht jetzt oder? Ja? Nee, wenn man jetzt nicht angemeldet ist, hat man immer den Visual Editor. Ach, okay. Mhm. Nein, den gab es damals nicht. Und dann 2016 im November, da wollte ich dann eine weitere Korrektur machen. Und da habe ich dann den Einleitungssatz verändert und da so eine Fettschreibung entfernt, weil ich fand, dass das dann richtiger ist. Und plötzlich, welcher Artikel war das?
Das war der Artikel Albrecht von Brandenburg, ein brandenburgischer Markgraf aus dem 16. Jahrhundert. Mhm. Und Kardinal. Und Kardinal. Mhm. Aber da Kardinal kein Name ist, habe ich gedacht, ich entferne einfach diese Fettschreibung, weil das ja nicht zum Namen gehört. Das ist ja nur ein Beruf. Aber wenig später war dann plötzlich so ein merkwürdiger Balken bei Wikipedia und ich habe da so raufgeklickt. Du hast eine Benachrichtigung auf deiner Diskussionsseite und ich habe mich gefragt, was ist eine Diskussionsseite? Und habe darauf. Aber warst mutig und hast draufgeklickt. Gleich. Wer weiß, was jetzt passiert. Selbstzerstörung eingeleitet. Ich habe raufgeklickt und dann stand da, unterlasse sofort deinen Vandalismus. Und ich habe gedacht, was habe ich denn bitte vandaliert? Aber die fanden das wohl irgendwie ganz, ganz böse. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich mich irgendwie gegen wehren. Da habe ich mich angemeldet, ein paar Tage später, am 5. Dezember 2016. Und habe gleich damit begonnen, eine Stammliste über die Imichonen zu machen. Was sind Imichonen? Imichonen, das waren eine... Klingt wie eine Lungenkrankheit. Ja, ich habe ganz schlimme Imichonen. Nein, Imichonen waren ein altes Adelsgeschlecht, etwa vom 11. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert mit merkwürdigen Ausläufern bis ins 19. Jahrhundert. Mhm. Und die lebten so irgendwo im heutigen Rheinland-Pfalz und waren damals doch schon eher bedeutend, haben einige Bischöfe gestellt. Und ja, die haben sich dann später mit den Rheingrafen vereinigt, zu den Wild- und Rheingrafen. Und dadurch, also deren Stammliste habe ich dann auch noch erstellt. Aber ich habe diese Stammliste erst begonnen und erst viel, viel, viel später tatsächlich in den Artikelnamensraum verschoben. Mhm. Aber als ich sie erstellt hatte auf meiner Benutzerseite, habe ich gleich eine Nachricht bekommen von Jergen. Und Jergen meinte zu mir, so wie das aktuell aussieht, wird es gelöscht, da fehlen Quellen, lass das. Mhm. Da war ich erstmal ziemlich demotiviert. Die Motivation kam aber glücklicherweise am nächsten Tag zurück, als Benutzer Schinder Hammes mir auf meiner Diskussionsseite schrieb, und schrieb, ich habe ganz erfreut gesehen, was du da machst und das ist wirklich ganz toll und rede mit mir und ich kann dir helfen und ich habe gedacht, ja, der große Schinder Hammes, Held der Wikipedia, hat mir geschrieben, ich bin wer ganz Tolles, wenn, ich habe wahrscheinlich damals gedacht, das wäre quasi der zweite Bundeskanzler. Ich habe später erfahren, dass der Benutzer 1000 Bearbeitungen hat etwa oder vielleicht 2000. Was relativ wenig ist. Ja, und ich habe den auch nie wieder irgendwo aufgefunden. Aber er hat dich motiviert. Er hat mich motiviert, im Gegensatz, toll. Gegensatz zu Jergen. Ich habe irgendwann mal das goldene Gummibärchen verliehen gekriegt, wo ich jetzt noch sehr stolz drauf bin. Ist das für Motivation? Für Motivation, ja. Ja, genau. Und ich hatte dann diese Stammlisten erstellt, aber irgendwann war ich quasi fertig, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu veröffentlichen. Vielleicht auch wegen Jergens Ansprache. Aber ich habe dann im Mai 2016, habe ich nicht mehr so wirklich gewusst, was ich noch tun sollte. Und da habe ich auf zufällige Artikel geklickt und dann bin ich auf einer Seite gelandet über einen russischen Ringer und habe gesehen, dass da die Transkription falsch ist. Das hast du gleich gesehen? Das habe ich gleich gesehen, weil ich, also so ein bisschen kannte ich mich vorher schon damit aus, aber ja, genau. Und habe ich halt korrigiert und dann habe ich gesehen, dass da ganz viele Namen verlinkt waren, die alle falsch waren. Und dann habe ich die korrigiert, dann habe ich darauf geklickt und habe gesehen, oh, da ist ja noch mehr falsch. Und dann bin ich immer weitergekommen. Ich habe immer wieder auf die Links gelegt und jeder Link war falsch. Oh mein Gott, die Hölle. Und ich habe irgendwie versucht, da irgendwie hinterherzukommen und sie alle zu korrigieren. Und zu dieser Zeit habe ich irgendwie echt Angst gehabt, davor Edits zu machen. Ich habe immer versucht, ich muss so wenig Edits machen wie möglich. Mhm. Und da habe ich zum Teil an einem Edit eine Woche gesessen. Den vorbereitet sozusagen. Ja, ich habe tatsächlich den Quelltext geöffnet und darin dann editiert, eine Woche lang, bevor ich es tatsächlich dann irgendwann mal gespeichert habe, weil ich mochte dieses, ich muss jetzt ganz viele Edits machen, damit ich irgendwann bei 1 Million bin. Das mochte ich nicht und deswegen habe ich halt eine Woche dran gesessen. Das hat meine Bearbeitungszahlen jetzt nicht wirklich
hochgebracht und stand auch irgendwie nicht so in Proportion zu der Arbeit, die ich mir tatsächlich gemacht habe, so viele Stunden am Tag. Ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss das irgendwie effektiver machen, weil ich bin halt so von Seite zu Seite gesprungen, aber es war total wirr und ich hatte überhaupt kein Prinzip da drin. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich kriege das irgendwie besser hin und da habe ich habe auch irgendwann dann eine Liste erstellt mit allen falsch transkribierten Lemmata aus den Kategorien, habe ich die rausgenommen und angefangen sie zu korrigieren, aber da gibt's dann Probleme mit Leuten, die diese Transkription alle nicht anerkennen, weil sie bei Google... Beschreib mal kurz, wie das richtig wäre mit der Transkription. Das geht ja um die Transkription von russischen Namen ins Deutsche. Genau. Und da hat Wikipedia durchaus eigene Regeln. Genau, da gibt's die Namenskonvention Kyrillisch, kurz WPNKK. Und diese Regeln beschreiben halt exakt wie... Das heißt, wenn man in der deutschen Wikipedia im Suchfeld WP:NKK eingibt in Großbuchstaben, kommt man zu der Seite, wo das beschrieben wird. Wie genau. Also man sollte noch einen Doppelpunkt dazwischen tun. Doppelpunkt, genau. Ja, und da steht halt exakt für jede Sprache, wie man diese Namen korrekt transkribiert. Und viele Leute können das nicht oder sehen es nicht ein. Oder vielleicht kennen sie auch diese Seite nicht oder wollen es einfach nicht und denken, oh, das steht da in der Quelle so, ich schreibe das genau so, obwohl das dann zum Beispiel Englisch ist oder ganz falsch einfach. Also selbst auf Englisch ist es dann falsch, weil die das in irgendeiner Sportdatenbank zum Beispiel eingetragen haben, einfach auch keine Ahnung hatten, wie man den Namen schreibt. Und da habe ich dann so eine ewig lange Liste begonnen. Ich glaube, bis heute hat die vielleicht so 50.000 Zeichen. Okay. Ja. Und es gibt ja, also ich habe damit auch zu tun, weil ich Biografien schreibe und ich habe bei einem Editathon Russland mitgemacht und russische Biografien übersetzt und auch musste auch transkribieren und habe dann halt auch online gesucht nach so einem Tool, was das macht und dann habe ich gesehen, dass es lauter verschiedene Systeme gibt. Es gibt das Duden-System, aber es gab noch ein anderes, wissenschaftliche Transkription. Wissenschaftliche Transkription gibt es nicht, es ist die Transliteration. Transliteration? Ja, aber die wird in der Wikipedia nicht verwendet. Aha, das hat irgendwer mal festgelegt. Die ist, ich glaube, sie ist irgendwie auf so einen ISO-Standard bezogen oder so. Und in den Datenbanken, wo die Personen, was ich, Schriftsteller so verzeichnet sind, hat man dann oft die französische Transkription oder die meist englische. Die englische, aber häufig auch die französische. Ja, aber in der Wikipedia hat irgendwer mal festgelegt, wir nehmen die Duden mit ein paar kleinen extra Schnörkel. Genau. Diese kleinen extra Regeln verbessern das Ganze noch. Natürlich. Es soll ja nicht schlechter gemacht werden. Weil mir das so schwer gefallen ist, habe ich mir selber ein JavaScript geschrieben, was mir das transkribiert, einfach mit Suchen und Ersetzen. So. Und dann gucke ich immer noch auf diese Seite auch nach, ob ich es jetzt richtig gemacht habe, ob das mein... Sehr gut. Weil manche Regeln habe ich immer noch nicht verstanden, manche auch auf der Seite nicht. Also da können wir gerne mal ins Gespräch kommen. Vielleicht können wir auch mal ein Tool aufsetzen, was es dann vereinfacht. Vielleicht kann man das auch. Gibt ja so einen Baustein für russische Namen, dass man das dann da verlinkt. Hier kannst du nochmal checken, ob es richtig ist. Ja, so. Okay. Aber es gibt ja das Tool wie Kyrillica. Das soll dazu dienen, exakt nach Namenskonvention der deutschen Wikipedia russische Namen und ukrainische zu transkribieren. Aber leider ist das Tool fehlerhaft, denn es gibt leider falsche Namen heraus. Das ist eine Webseite. Genau, das ist eine Webseite. Ich habe keine Ahnung, wer die betreibt. Aha. Müsste man den Webseitenbetreiber ja irgendwie rauskriegen. Ja. Können wir mal drauf schauen, genau. Ja, ich habe dann auch hingeschrieben, eine Mail, dass das nicht richtig ist. So ein paar Verbesserungsvorschläge gegeben, aber ich glaube, da wurde irgendwie nichts gemacht. Deswegen würde ich für Kyrillica auch absolut nicht empfehlen. Also dann sollte man lieber direkt in der Wikipedia fragen. Da hast du dich halt ausgetobt. Wie bist du auf Adlige und Russisch gekommen? Das waren ja offensichtlich deine Hauptarbeitsgebiete. Genau, mit dem Adel habe ich angefangen, weil ich war ich 2013 in Latein in der Schule ein Referat über Herculaneum, eine Stadt, also eine antike Stadt im alten Rom, die 979 vom Vesuv verschüttet wurde.
Da wurde doch auch Pompeji. Genau, ne? Ja, ja. Und Herculaneum lag auf der anderen. Ah. Ich glaube, auf der anderen. Oder direkt daneben. Ist aber nicht so berühmt, weil. Ist halt so. Klein zu klein, oder? Warum sind die nicht so berühmt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Und Teil dieses Referats war auch die Ausgrabung. Ach, die so neun? Ha? Haben die ihre Städte damals durchnummeriert? Herculaneum. Ja. Ah, ich habe dich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, wie sind nein, die? Nein, nicht Herculaneum. Nein, ich bin mir sicher, aber es wurde früher im Lateinunterricht immer Herculaneum gesagt, obwohl ich das selbst total verwirrend finde. Das heißt doch Odysseus und nicht Odysseus. Okay, wer weiß. Ja, und bei diesen Ausgrabungen, da stand dann, Victor Emanuel III. Von Italien hat die Ausgrabung geleitet. Da habe ich gedacht, aha, okay, ein König von Italien. Und hab mich da so ein bisschen durchgeklickt und bin plötzlich bei Napoleon gelandet. Hab gedacht, oh, der ist ja irgendwie mit Napoleon verwandt. Da habe ich gedacht, oh, weil ich bin so der Typ, ich muss Dinge aufschreiben, so Faszinierendes. Ich habe so viele Dinge begonnen, aber irgendwie nie fertiggestellt. Weil ich immer gedacht habe, ich muss was Neues machen. Und dann habe ich gedacht, halt irgendwann 2013, ich mache jetzt einen Stammbaum von Napoleon. Und ich habe gedacht, das wären vielleicht so 300 Personen. Mhm. Das war leider ein Irrglaube, denn nach einem Monat war ich bei 1000 Personen. Okay. Und nach ein paar Monaten war ich bei zigtausend Personen. Blutsverwandt oder angeheiratet verwandt? Nee, alles. Also alles. Blutsverwandt und angeheiratet. Mhm. Und dann halt noch zigmal über Kreuz und Quer. Aber irgendwie halt immer irgendeine genealogische, familiäre Verbindung. Und dann habe ich da gedacht, vielleicht wären es 3000. Aber das war dann auch schnell überholt. Und dann bin ich irgendwann realistisch geworden. Habe gedacht, es werden 100.000, 200.000. Und ich habe tatsächlich für diese Arbeit nur als Quelle Wikipedia benutzt. Also nur die Personen, die bei Wikipedia genannt wurden, habe ich auch wirklich erwähnt. Mhm. Aber dafür habe ich alle Sprachversionen benutzt. Ah ja. Also am Ende war es, glaube ich, vielleicht so 20. Ich glaube, eine Information habe ich sogar aus der chinesischen Wikipedia bekommen. Ja, und irgendwann habe ich aufgegeben im Dezember 2016, weil ich gedacht habe, das wird nichts mehr. Dann habe ich mich halt eher auf Wikipedia spezialisiert. Was ist daraus geworden jetzt aus diesem Stammbaum? Der liegt bei dir auf der Festplatte, oder? Genau. Ah ja. Mit 21.000 Personen. So viele sind es immerhin geworden. Und wie, kennt man jemand davon? Klar, also natürlich sind da ganz viele Monarchen bei. Aber auch Personen, wo man denken würde, was machen die denn da drin? Zum Beispiel George Washington. George Washington, der ist tatsächlich ein Großonkel einer Ehefrau eines Neffen von Napoleon. Okay. Und James Blunt. James Blunt, der Sänger. Genau, der Sänger. Seine Frau ist Sophia Wellesley und sie ist ein Nachkommen von Robert Wellesley. Nee, Arthur. Ja, ach, egal, keine Ahnung. Gab's beide, glaube ich. Lord Wellesley jedenfalls. Lord, ja. Oder Earl. Und der? Ja, und der war irgendwie mit einer Schwägerin verheiratet, die dann eine Schwägerin eines Schwagers von Napoleon. Also. Über seinen Bruder oder so. Ja, ist ganz lustig manchmal. Hm. Und dann, ja, da fand ich Adel halt allgemein sehr faszinierend. Hm. Genau. Und da habe ich auch meinen Benutzernamensraum lauter merkwürdige Seiten gemacht. Was wäre, wenn heute die Monarchie in Ländern wieder eingeführt würde? Also heute Kaiser von Deutschland wäre Georg Friedrich von Preußen. Mhm. 1976 geboren. Will man den? Also ich habe mich auf meiner Benutzerseite als Monarchist geoutet. Mhm. Dann guckst du wahrscheinlich viel CDF, weil die übertragen bestimmt. Nein, so nein, das interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Also wenn Leute so lesen, der ist Monarchist, dann denken die, ich will Ludwig den 14. Und der soll dann alles entscheiden und die Leute als Sklaven halten. Nein, das ist Unfug. Sondern? Warum? Was interessiert dich an der, oder was fasziniert sich da? Ja, ich bin einfach so der Genealogie-Typ und finde das halt toll, wenn man so eine Thronfolge hat. Aber ich finde selbst in den anderen Monarchien heute in Europa haben die Monarchen noch zu viele Rechte. Also meinetwegen können die einfach nur die Winkelmänner sein, offiziell Staatsoberhaupt heißen und Angela Merkel regiert weiter. Also es soll halt Queen einfach Elizabeth. Den
Ja, im Grunde schon, aber der hat ja sogar irgendwie auch noch Rechte. Also. Würde das dem Staat denn helfen, so eine Identifikationsfamilie zu haben? Also. Die leiden ja auch drunter, offensichtlich, ne? Also, die sind ja Sklaven. Die können ja nicht raus aus ihrem goldenen Käfig da. Also, sie machen schon Party, sieht man ja an den Söhnen von Lady Di. Also, ich finde, es sollte halt den Bundespräsidenten ersetzen und dann vielleicht noch so ein paar Rechte mehr an. Also, das ist. Also, ich finde wirklich, die sollten dann nur zum Winken da sein, aber das reicht. Der Glamour interessiert. Ja, genau. Also, weil es ist halt so, wenn man an Schweden denkt, denkt man gleich so. Oh ja, Kronprinzessin Victoria und alle mögen die und keine Ahnung. Und wenn man dann so Deutschland, der Steinmeier oder der Gauck, ja, ach der. Nein, das ist jetzt irgendwie, ich finde das nicht so, ist halt keine Identifikationsfigur im Ausland. Mhm. Oder jeder kennt die Queen und, aber ja, halt Steinmeier, so ein Politiker. Also da finde ich es tatsächlich dann schöner, wenn wir dann Georg Friedrich hätten, wenngleich ohne Rechte. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die mich dafür anfeinden, aber ich versuche mich gerade so dafür zu rechtfertigen, dass ich halt nicht so der Ludwig der 14. Typ bin. Du musst dich nicht rechtfertigen. Also ich glaube, dass viele das wollen. Also nicht die Mehrheit oder so, sondern dass es für viele faszinierend ist. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, Monarchie ist ein attraktives Modell einfach. Wegen der Identifikation, die Leute schauen das ja auch. Also ich habe ja mit ZDF jetzt schon gesagt, also da, dass die, ich erinnere mich, dass im spanischen Königshaus irgendeine Hochzeit oder eine Krönung war und die haben 4 Stunden verregnete Straßen gezeigt, wo dann irgendwie die Kaleschen langgefahren sind. Ja, oder was mich immer, oder auch in diesen People News, in diesen Boulevard. Ja, Leute heute, meine Oma guckt das immer. Ja, immer viel Monarchie drin. Ja. Ja. Die Leute haben eigentlich nichts geleistet. So, ne? Obwohl die anderen, die dort gezeigt werden, Kim Kardashian. Sind geboren worden, haben einen schönen Namen. Ja, oder Kim Kardashian hat einen dicken Hintern und weiß sich zu vermarkten. So. Ja, aber ganz schlimm, Kim Kardashian, die, da sind wir gleich wieder bei der Transkription. Sie stammt aus Armenien und auf Deutsch heißt das, also in Armenien spricht man das auch eigentlich Kardashian aus. Mhm. Nicht Kardashian. Da ist dann auch schon wieder eine Silbe zu viel drin. Ja, aber sie hat. Da würde ich widersprechen, weil sie sich ja auch so nennt. Ja, ja. Das ist dann ist das ihr. Aber Name. Sie ist auch, glaube ich, nicht in Armenien geboren, sondern wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten. Das weiß ich nicht. Könnte ich man weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Könnte stimmen. Aber wie man auch Bratislava sagt und nicht Pressburg, würde man bei eben auch Kardashian sagen und nicht Kardashian. Ja. Aber dann landet man halt wieder. Es gibt ja den Fußballspieler, den alle in den Medien Henrik Mkhitaryan nennen. Mhm. Das ist merkwürdig, denn ich zähle, wenn ich da Silben zähle, dann zähle ich Mkhitaryan. Mhm. Und das sind 5 Silben. Aber eigentlich heißt der Mkhitaryan. Und das sind dann Mkhitaryan. Das sind 3. Es gibt in Berlin den Bersarinplatz. Nach dem General Bersarin, der erste Stadtkommandant nach 1945 war. Und in der Straßenbahnlinie 10, M10, wurde immer gesagt, nächste Haltestelle, Bersarinplatz. Und es wurden immer mehr Leute, die in der Straßenbahn stöhnten und sagten, Bersarin. Jedes Mal nach, ich meine, es heißt ja auch nicht Putin. Also Putin kann man, glaube ich, hier essen, aber. Genau, also es wurde geändert irgendwann. Ah, Gott sei Dank. Es war immer so ein Schmerz und leichter. So, auch wie sie zu der Raumstation Soyuz immer Soyuz sagten, oder zu der Raumstation Mir sagten sie Mir, weil das halt M-I-R geschrieben ist. Ich glaube gerade, also in der das war in der Tagesschau, also gerade die haben ja einen Dienst dafür, Namen und sowas richtig auszusprechen. Ja, und da finde ich was ganz interessant, denn ich glaube, in der ARD, da ist es meistens falsch. Aber bei ZDF ist es eigentlich immer richtig, außer bei Namen wie Andrei oder Sergei schreiben sie hinten ein J und kein I wie in der Wikipedia. Aber ansonsten ist es tatsächlich da immer richtig. Also im ZDF ist es richtig, ja, in der ARD ist es falsch. Interessant. Ja, ist ein eigenes Thema. Um so in der Wikipedia zu arbeiten, ist man ja ein bestimmter Typ. Du bist privat auch Klugscheißer. Ich bin Klugscheißer. Ja, du sagst,
Und das ist auch richtig, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, wenn ich mit meiner Mutter diskutiere, dann habe ich immer recht und sie sieht es mittlerweile ein. Ah ja, hast du sie erzogen, ja. Genau, meine Mutter habe ich erzogen. Oder hat sie möchte das nicht hören, glaube ich. Hat sie aufgegeben? Ich glaube, sie bemüht sich noch, aber ich glaube, das ist sinnlos. Mein Opa hat gesagt, wenn er und seine Frau sich einig waren, dann hatte er recht. Und wenn sie sich uneinig waren, dann hatte sie recht. Ja, da kenne ich auch einen Witz zu. Da wird das Ehepaar gefragt, wie habt ihr es denn so, also wie entscheidet ihr denn, was ihr so im Fernsehen guckt abends? Ach, das ist ganz einfach. Also manchmal sind wir uns einig und wenn wir uns nicht einig sind, entscheidet meine Frau. Genau, darauf läuft es hinaus. Also du bist Klugscheißer und dein Umfeld weiß das zu würdigen. Du wohnst auf einem Dorf, sagst genau, du, ja. In Niedersachsen. Genau, in Niedersachsen, in der Region Hannover. Da die größte Schweineproduktion der Welt ist. Nicht. Was zeichnet dein Dorf aus? Oh, unser Dorf hat tatsächlich 2010, glaube ich, und hat unser Bürgerverein den niedersächsischen Hauptpreis gewonnen für den besten Dorfverein. Mhm. So im Sinne von, unser Dorf soll schöner werden, irgendwie so. Mhm. Da sind wir tatsächlich Erster geworden in ganz Niedersachsen, weil uns da ein Supermarkt gegeben wurde. Ich habe einen Dorfladen oder einen Supermarkt. Ja, vorher war es ein Dorfladen, aber mittlerweile ist es wirklich eher ein also das ist schon groß jetzt. Ist das Dorf so groß? 2500 Einwohner. Naja, ja. Ja, und also noch was, unser Dorf, was wir Tolles haben. Also 2010 ist mein Dorf Vierter beim Jugendrotkreuz geworden in der Altersgruppe der 10-Jährigen oder so. Also meine Schwester war dabei. Ah ja, Platz 4 in Deutschland. Gibt es schon eine Stele dafür? Nein. Ich glaube, das wird auch keine mehr geben. Mhm. Ansonsten, mein Dorf könnte man kennen. Was viele nicht wissen, direkt neben meinem Dorf gab es 1980 einen Flugzeugabsturz. Ach du je. Mit einer kleinen Maschine. Weil mein Dorf liegt halt direkt neben dem Flughafen Hannover. Mhm. Und da ist halt ein Flugzeug abgestürzt, ein kleines, mit, ich glaube, 7 Insassen. 6 sind leider gestorben, darunter ein Skirennläufer. Mhm. Auch mit Wikipedia-Artikeln. Eine Person hat überlebt. Diese Person hat auch einen Wikipedia-Artikel und sie trägt den Namen Uli Hoeneß. Ach. Uli Hoeneß ist... Bei euch abgestürzt. Genau. Und hat überlebt. Hat als einziger überlebt. Mhm. Hat ihn nicht zu einem guten Menschen gemacht. Ja, furchtbar. Aber ja, interessant, was in deinem Dorf los ist. Und du triffst dich dann immer mit den anderen Jugendlichen aus dem Dorf abends an der Bushaltestelle? Nein. Nicht? Ich habe im Grunde keinen Kontakt zu den Gleichaltrigen in meinem Dorf. Mhm. Weil ich da nicht zur Schule gegangen bin. Du warst im Fußballverein, hast du gesagt? Bist nicht mehr, oder wie? Ja, ich bin irgendwann rausgegangen. Weil die anderen mich gemobbt haben. Ach, warst du klug oder was war das Problem? Ja, ich war halt sonderbar. Also die perfekte Voraussetzung, bei Wikipedia zu sein. Ja. Deswegen habe ich dort auch Freunde gefunden. So, dein Freundeskreis ist jetzt die Wikipedianer. Genau. Fast auch, ja, im Grunde ausschließlich. Tatsächlich. Und du kennst aber auch welche persönlich? Ich kenne die Mehrheit persönlich. Ja. Ich kenne, also das ist ja eher ungewöhnlich, dass man die persönlich kennt. Man sitzt ja doch eher zu Hause und schreibt vor sich hin. Ja, da ich ja in meinem Dorf keinen Kontakt habe wirklich, habe ich halt, nachdem ich mich angemeldet hatte im Mai 2016, also 5 Monate später, war ich dann bei meinem ersten Treffen. Das war das Jung-Wikipedianer-Treffen, wo ich seit Februar 2016 Mitglied war. Wo war das? Ja, das war das Gute, das war in Hannover, sonst wäre ich nämlich auch nicht hingekommen. Ich weiß noch, mein Vater hat mich persönlich hingebracht und persönlich wieder abgeholt. Interessant. Ich durfte einen anderen Wikipedianer sogar vom Flughafen abholen, deswegen war er der Erste, den ich kennengelernt habe. Mhm. Wer war das? Das war Benutzer Elkotet, heute bekannt als The Tokel, aus Innsbruck. Innsbruck? Aus Innsbruck. Ja, ist ja nicht gerade um die Ecke. Nein, deswegen ist er ja auch nach Hannover geflogen. Genau. Und wie bist du zu den auf die Jungpedianer gestoßen? Ich habe mich so durchgeklickt und plötzlich war auf einer Benutzerseite und da stand so, dieser Benutzer ist Jungwikipedianer.
Und da habe ich gedacht, oh, was ist das denn? Das klingt toll. Und da habe ich darauf geklickt. Die Jung-Wikipedianer sind eine Gemeinschaft für Wikipedianer unter 18. Warte, oh, ich bin 16. Oh, das ist super, ich bin unter 18. Dann habe ich gedacht, oh, da, ein Aufnahmeantrag. Endlich ist mal zu was nütze. Genau. Ich kann einen Aufnahmeantrag stellen. Habe ich gemacht und nach wenigen Minuten war ich plötzlich Mitglied. Ach, ja, und nach wenigen Minuten schon? Ja, tatsächlich. Was hat es gekostet? Meine Seele? Ach nee. Kostet nichts. Nein, das kostet nichts. Also warum sollte man Jugendwikipedianer werden, wenn man unter 18 ist? Ja, einfach für die Gemeinschaft. Ich denke, es ist wichtig, sozialen Kontakt zu haben unter Gleichaltrigen bei der Wikipedia. Vor allem, weil es ja häufig so ist, dass die jüngeren Wikipedianer weniger geschätzt werden, wenn man von ihrem Alter weiß. Ich glaube, es gab mal einen Admin, der war 15 oder so. Mhm. Aber er hat sein Alter nie bekannt gegeben. Deswegen wusste das niemand und er wurde ganz selbstverständlich zum Admin gewählt. Mhm. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendwer sagen würde auf seiner Nutzerseite, ich bin 15 Jahre alt und zum Admin kandidieren, würden alle sagen, zu jung. Ich habe sogar mal bei einem 25-Jährigen in der Admin-Kandidatur gesehen, der ist zu jung. Mhm. Ja, ich habe mal bei einer Bewerbung fürs Schiedsgericht gelesen, ich hätte zu wenig Edits. Wie viele sind's? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe dich neulich überholt. Ich bin seit 2003 dabei und mache 3 Edits pro Tag im Durchschnitt. Ja, ich habe letzten Monat 2993 Bearbeitungen gemacht. Guck da eigentlich nie drauf. Ich schau mal. Das interessiert mich auch. Also ich glaube, ich habe dich vor 2 Wochen überholt. Das ist in Ordnung. Ich verzeihe dir. Ja, also letzten Monat waren es 3.000. Mhm. Damit ist es bei mir von 9.000 auf 12.000 hochgeschnellt. Das, obwohl ich zwischendurch noch irgendwie im Urlaub war oder so. Warum hast du so viele gemacht? Nachdem ich ich möchte Edit sparen hatte, habe ich dann vor 2 Monaten einfach gedacht, das ist sinnlos. Es führt zu nichts und ich sollte das irgendwie anders machen. Und ich habe dann 13.063 bearbeitet. Aha. Mit gelöschten? Keine Ahnung. Das steht hier nicht. Ist mir auch wurscht. Dann bin ich noch nicht. Etwa 700 hinter dir, aber ich bin ganz nah dran. Nächste Woche bist du fällig. Es hilft mir manchmal in Diskussionen, wenn die Leute sehen, wann ich mich angemeldet habe. So, dann, obwohl ich nicht klüger bin dadurch, bin ich halt länger dabei. Das ja. Hat irgendeine Auswirkung. Und wenn es mir nützt, dann nehme ich es halt mit. Ja. Ja. Aber Jung-Wikipedianer, sobald die Leute rausgehen, dass man jung ist, wird man schon, reagieren die Leute anders auf einen. Es gibt da einen Benutzer, der macht ganz viel im österreichischen Fußball. Und der hatte ständig irgendwelche Konflikte. Ich weiß nicht, soll ich seinen Namen sagen? Kann ich, glaube ich, ruhig machen. Benutzer Xavi Johanda. Es hieß halt ständig, ja, du bist doch total jung, du hast hier nichts zu sagen. Aber er hat nie sein Alter bekannt gegeben. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht so nicht mehr, nachdem er wurde dann im Januar für einen Monat gesperrt. Völlig zu Unrecht, aber... Mhm. Und da habe ich gedacht, da muss ich was tun. Und Ich habe ihn dann angeschrieben per Wikimail und gefragt, kann ich deine Nummer haben? Habe ich dann auch sofort bekommen. Dann haben wir uns geschrieben und er meinte halt, er ist 14 Jahre alt. Mhm. Und ich habe tatsächlich, also bevor er sein Alter bekannt gegeben hat, habe ich gedacht, auch der ist bestimmt 21. Aber nein, er war 14 und da habe ich gedacht, du musst irgendwas tun. Mhm. Weil also es wird auf dir rumgehackt und weil sie sagen, du bist so jung, aber eigentlich wissen sie gar nichts. Und da habe ich gesagt, vielleicht solltest du das doch öffentlich machen. Und da habe ich gesagt, ja, dann, also mach das. Und da hat er gesagt, ja, gut, dann hat er sich halt in die Geburtstagsliste eingetragen und nach Geburtsjahr. Und dann konnte ich ihn auch überreden, jungen Wikipedianer zu werden, weil wir versuchen halt so dann so zusammenzustehen und zu helfen. Und ich glaube, es hat tatsächlich was genützt. Mhm. Also ich habe dann noch einen langen Rechtfertigungstext für ihn geschrieben. Und ja, es ist ein faszinierender Benutzer, weil er hat sich 2014 angemeldet. 2014, da war er 12 Jahre alt oder vielleicht noch 11. Wahnsinn, ja. Ähm,
Ja, und er macht 80 Bearbeitungen pro Tag. 80, durchschnittlich, jeden Tag. Und hat damit tatsächlich seit 2014 mittlerweile 52.000 Bearbeitungen gesammelt. Macht er auch seine Hausaufgaben? Ich hoffe. Ja, nee, das ist, darauf muss man auch achten, dass die ein Privatleben haben, die Leute. Ja. Und auch Kinder, gerade bei Jugendlichen. Also, ich habe letzten Monat 100 Bearbeitungen durchschnittlich am Tag gemacht, aber meistens 200 und dann vielleicht einen Tag nichts. Und da bin ich auf meine 3000 gekommen. Und du hast aber Ferien, gut, da ist es okay. Ich habe nichts zu tun. Ich habe letztes Jahr die Schule beendet und werde dann erst im Oktober wieder anfangen mit Studium. Du Abitur jetzt, ja? Ich habe mein Abitur letztes Jahr mit 16 gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist sehr jung, 16, oder? Das ist sehr jung, ja. Darf man das? Also wie geht das? Ich habe, in meinem Alter wäre man normalerweise 2005 eingeschult worden. Und 2005 meinten die Leute im Kindergarten, nein, der ist noch nicht so reif. Mhm. Den solltet ihr noch mal ein Jahr hier lassen, haben zu meinen Eltern gesagt. Und dann bin ich halt noch da geblieben. Aber ich konnte schon lesen und ich konnte schreiben im Kindergarten. Und ich habe den anderen Kindern die Geschichten vorgelesen. Und dann hieß es, ja, den können wir nicht mehr hier lassen. Der ist ja völlig... Der versaut uns die Kinder, die sind ja schlauer als wir. Genau. Und dann bin ich eingeschult worden, aber nicht 2006, also schon 2006, aber nicht nach den Sommerferien, sondern nach den Osterferien. Ach du Scheiße. Ich wurde am 19. April 2006 eingeschult. Nachträglich eingeschult. Sozusagen. Genau. Und aber das Erste, was wir gemacht haben, war, wir sind auf Klassenfahrt gefahren. und guter Einstieg. Und ich habe da so ein bisschen Stoff von der ersten Klasse gekriegt. So Diktate schreiben oder so. Keine Ahnung, Laura mag ein Papagei oder hat ein Papagei, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch einen Vogel. Oma im Ofen. und das war halt total, also es war viel zu einfach für mich. Und dann haben sie gesagt, so nach 4 Wochen, der kann das schon. Lass den mal den Stoff von der zweiten Klasse machen. Habe ich so gemacht. Neue Diktate, bisschen schwieriger. War einfach. Und dann waren Sommerferien. Und dann hieß es, der kann das schon. Den solltet ihr in die dritte Klasse tun. Also habe ich tatsächlich 2 Jahre Schule in 8 Wochen gemacht. Du hast ein halbes Jahr erste Klasse gehabt und bist dann gleich in die dritte Klasse. Nein, ich habe ein Achteljahr erste Klasse gemacht, ein Achteljahr zweite Klasse und bin dann in die dritte Klasse gekommen. Donnerwetter. Dann bin ich 2008. Aber erst wollten sie sich da behalten? Ja, erst wollten sie mich da behalten. Dann bin ich 2008 aufs Gymnasium gekommen. Im zarten Alter von 8 Jahren. Ich bin mit 8 aufs Gymnasium gekommen und am ersten. In die 5. Klasse oder wie? In die 5. Klasse und am ersten Schultag 9 geworden. Holla. Ich war der Jüngste. War das schwierig? Haben die es akzeptiert in der Klasse? Ja, also wirklich beliebt war ich nie, aber ich habe es später tatsächlich zum Klassensprecher geschafft. Aha. Also irgendwann ging's. Warst eloquent und charmant und das hat. Genau, ja, vor allem charmant. Naja. Ja. Und da habe ich dann halt mit 16 ein Abitur gemacht. Dann habe ich... Hat das irgendwie Aufsehen erregt? Warst du da irgendwie besonders dadurch? Na, würde ich nicht sagen. Du standst nicht in der Zeitung und kam auch nicht der Ministerpräsident von... Nein, das sowieso nicht. Also dafür war mein Abischnitt auch zu schlecht. Ich hatte 2,5. Wer macht denn so ein Abi? Ja, aber auch nur, weil ich fand mich zu lustig für die Lehrer. Die Lehrer mochten mich, glaube ich, nicht ganz so. Du warst ein Klugscheißer. Ja, ich habe mich eher unbeliebt gemacht bei den Lehrern. Ich war so der Reinredetyp und derjenige, der zu faul war für Hausaufgaben. So kommt man auf 2,5. Auch begabten Sachen oder so, haben sie das an dich herangetragen? Doch, das gab's schon. Und noch ein lustiger Funfact über mich. 2008 hat jemand ein Buch über mich geschrieben. Ach, wer denn? Was denn? Das war ein Psychologiestudent, der hat seine Bachelorarbeit geschrieben, irgendwie als Buch oder so, habe ich das verstanden. Und zwar hat er, das Buch trägt den Namen Autismus und Hochbegabung, eine Annäherung in Theorie und Praxis. Mhm. Weil ich, wie ich auch auf meiner Benutzerseite stehen habe, Asperger-Autist bin. Man merkt mir das meistens gar nicht an, weil ich 2-3 Jahre dafür therapiert wurde und es war echt gut. Mhm.
Ja, und da wurde halt ein Buch über mich geschrieben. Also ich glaube, das ist in jeder Uni-Bibliothek zu haben. Kauft es jetzt. Also ich habe zu Hause. Aber ich kann auch gerne nochmal Werbung machen. Wer bitte? Das heißt, du hast letztes Jahr 2016 Abitur gemacht und hast jetzt erstmal ein Jahr Pause gemacht. Nein, ich wollte kein Jahr Pause machen. Ich habe gleich, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, mich beworben an der Hochschule in Hannover für Wirtschaftsingenieur Maschinenbau. Und wurde auch gleich angenommen. Ich habe mich nebenbei noch an der Uni in Hannover beworben, wurde da auch angenommen, aber ich habe mich für die Hochschule entschieden. Mhm. Warum? Fand ich, also die Hochschule ist deutlich kleiner und da ist das mehr so wie Schule. Also in der Uni Hannover, da ist es halt so, man hat diesen riesigen Saal mit 400 Leuten drin und man sitzt gefühlt 100 Kilometer weit vom Lehrer oder vom Professor vorne weg. Und an der Hochschule, da war das einfach so maximal 40 Leute und die sitzen halt in so einem Klassenraum. Und das ist irgendwie besser. Aber ich habe schnell gemerkt, wie meine Mutter mir vorher schon gesagt hatte, da hatte sie tatsächlich recht, das ist nichts für dich. Und ich habe im September angefangen. Genau, und ich habe im September angefangen und im Dezember habe ich gesagt, ich kann das nicht weitermachen, das bringt nichts. Mhm. Es interessiert mich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Und also mein Vater fand das nicht so gut, meine Mutter meinte, ja, wenn du es so willst. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich was anderes machen, oder? Ich dachte, ich mache Linguistik, weil Linguistik finde ich total spannend. Also, und auch an der Hochschule oder an der Uni? Ja, das ist das Problem. In Hannover kann man das nicht studieren. Aha. Und dann direkt nach Dezember begann im Januar ja wieder die Bewerbungsphasen, aber ich wusste nicht so wirklich, wo ich hin sollte. Und ich bin halt immer noch 17, noch 10 Tage und da war ich halt auch 17 und ich drücke die Daumen, dass die Zeit vergeht. Ja. Und deswegen war es dann so, dass ich dann gedacht habe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich gesehen Berlin an der Humboldt-Uni, da gibt es historische Linguistik. Mhm. Also quasi nochmal spezialisiert und genau das, was ich machen will. Und deswegen habe ich dann jetzt ein halbes Jahr gewartet, mich im Juni beworben. Und merkwürdigerweise, nach dem Bewerbungsschluss am 15. Juli war, bis heute, bis zum 12. August noch keine Antwort bekommen. Ich mache mir mittlerweile wirklich Sorgen. Mhm. Wenn sie mich ablehnen sollten, dann kann ich immer noch in Erlangen studieren, in der Germanistik. Mhm. Aber das möchte ich nicht. Was machst du jetzt in der Zeit? Besuchst du weiter Vorlesungen oder? Nein, ich mache Wikipedia. Was glaubst du denn, wie ich sonst auf 3000 Bearbeitungen im Juli komme? Alles klar. Ja. Aber du hattest vorhin gesagt, junge Wikipedianer, bis man 18 ist, also noch genau, 10 Tage. Genau, ich bin es genau noch 10 Tage. Ich bin normalerweise bei den jungen Wikipedianern der für Ordnung sorgt. Ich verwalte die Mitgliederliste und ich sorge dafür, dass jeder exakt an seinem 18. Geburtstag die jungen Wikipedianer verlässt. Ja, wie ist das? Werden dann alle Brücken abgebrochen? Oder? Nein. Man wird aus der Mitgliederliste entfernt oder die Person entfernt sich selber. Und direkt unter der Mitgliederliste gibt es den Club der alten Säcke, eingetragen als ehemalige Mitglieder. Dort kann man unterschreiben und sagen, ich fühle mich den Jungwikipedianern noch verbunden. Und man wird natürlich auch dann nicht ausgewiesen. Man nennt sich dann halt nicht mehr Jungwikipedianer, meinetwegen nennt man sich Ex-Jungwikipedianer oder alter Sack. Alumni könnte man sich nennen. Ja, bin jetzt eher alter Sack. Und der Junge darf trotzdem zu allen Treffen kommen und mit Kontakt mit allen JWP haben und sich als jung geblieben fühlen. Der Hexer fühlt sich so jung geblieben. Selbst Markus Zyron fühlt sich jung geblieben. er ist im Grunde auch ein Jungwikipedianer. Ein Berufsjugendlicher hieß es. Genau, ein. Was sind deine nächsten Projekte? Ja, ich habe eine To-Do-List für mich selbst. Ich habe nur keine Zeit dafür, weil meine To-Do-List so lang ist. Ich habe auf meiner To-Do-List wahnsinnig viele Sachen stehen, teils mit Wikipedia und teils eher real life. Bei Wikipedia steht Transkription korrigieren, und zwar alle. Mhm. Also wirklich alle, und das dauert Jahre. dann steht da drauf zwei Artikel schreiben, zwei lange. Mhm. Und um diese Artikel zu schreiben, kommt ein weiterer Punkt dazu. Und dieser Punkt ist Isländisch lernen.
Damit habe ich im Januar begonnen, weil diese Artikel beruhen auf einem isländischen Buch. Und dieses Buch muss ich lesen und dann halt den Artikel darüber schreiben. Hier laufen ja zwei Isländer rum, ne? Genau, die habe ich gestern schon exzessiv gesucht und tatsächlich gefunden schließlich. Ja, die eine hat mir schon ihr Haus angeboten. Ja, mir auch. Ja, ey! Also nicht zum Kauf, sondern doch, die wollen, glaube ich, nach Berlin ziehen, oder? Nee, sie will nach New York. Nach New York jetzt. Ah, hat sich geändert. Ja, und ein weiterer Punkt ist Grönländisch lernen, weil ich total auf Grönland abfahre. Ich war letztes Jahr da. Wie ist Isländisch so als Sprache? Isländisch ist quasi mitgewandert, also im 8. Jahrhundert vielleicht, da gab es halt das Alt-Nordgermanische und daraus hat sich dann zum Beispiel Deutsch entwickelt, daraus hat sich Norwegisch, Schwedisch, Dänisch entwickelt. Aber dann gab es noch die Isländer. Die Isländer waren jahrhundertelang abgeschottet, das waren halt die Wikinger und deswegen hat sich ihre Sprache überhaupt nicht verändert und deswegen klingt tatsächlich Isländisch heute noch wie das Norwegisch von vor 1000 Jahren. Und das klingt total schön. Wissen wir ja alle, spätestens seit dem Vulkanausbruch. Ja, der Eyjafjallajökull. Vielen Dank, dass du das jetzt gesagt hast. Möchtest du es noch einmal wiederholen? Ich möchte es gerne nochmal hören. Der Eyjafjallajökull. Der Eyjafjallajökull. Nein, der Eyjafjallajökull. Ich gebe auf. Okay. Nee, so gut bin ich nicht. Mein Sohn ist 13 und der ist jetzt tatsächlich im Alter, wo man ihm einmal was sagt oder sich das merken kann. Das kann ich auch. Da bin ich raus. Ich lese einen Wikipedia-Artikel und ich weiß ihn. Wie alt bin ich etwa? Du. Du, aus einer sehr jungen Sicht muss ich wahrscheinlich sehr alt wirken. Ja, ich würde es, also zwischen 40 und 50. Vielen Dank. Ich werde nächstes Jahr 50. Ich merke wirklich, wie es aufhört. Ich versuche gerade Polnisch zu lernen und bin erstaunt, wie schwer mir das fällt, Vokabeln zu behalten. Ja, ich lerne Isländisch und Grönländisch steht auch noch auf meiner To-Do-List. Und Grönländisch ist halt eine sehr merkwürdige Sprache. Alle Sprachen in Europa sind ja fast alle indogermanisch und die haben dieses Prinzip, dass man so denkt, ja, irgendwie, das funktioniert als Sprache. Und Grönländisch ist Eskimo-Aleutisch, also das, was man größtenteils in Nordamerika spricht. Gibt's das Grönländisch? Ich dachte, es wäre auch. Nein, Grönländisch ist eine eigene Sprache. Und von den Wikingern besiedelt worden, aber es gibt. Nein, nein. Es geht jetzt um die Inuit. Also es geht um die Inuit-Sprache, ja. Grönländisch. Wenn sie Inuit heißen, ich blende es auch durch den Namen. Ja, ja, es heißen Inuit. Beziehungsweise korrekt, also noch genauer heißen sie Kalachit. Das ist der Name für die Grönländer. Und Grönländisch ist eine sehr merkwürdige Sprache, denn sie widerspricht sämtlichen Sprachgewohnheiten europäischer Sprecher. Finde ich sehr gut. Denn, diese Latinisierung der gesamten Sprache. Ja, Sprachen. Ganz schlimm. Wie man die lateinische Grammatik der deutschen Sprache übergeholfen hat, das hat sehr viel Schaden. Ja, und die grönländische Grammatik ist sehr merkwürdig, denn was im Deutschen ein Satz ist, ist im Grönländischen ein Wort. Ich habe hier zum Beispiel ein schönes grönländisches Wort. Es ist ein sehr langes grönländisches Wort. Ich werde es einmal vorlesen. Bist ein bisschen blau gerade, hol mal Luft. Okay. Dieses Wort hat folgende Bedeutung. Und wieder einmal haben sie versucht, eine Radiostation zu errichten, aber plötzlich nur auf dem Zeichenbrett. Das ist auf Grönländisch ein Wort. Ich habe zu Hause mir von WMDE ein Buch bestellen lassen über alle grönländischen Endungen. Ah ja. Man nennt sie Derivationsmorpheme. Und ich möchte halt mit diesem Grönländisch ein Buch schreiben. Ein Wörterbuch inklusive Grammatik. Es sollte sehr lang werden. Ich habe ein Wörterbuch angefangen. Ich schreibe das noch mit einem anderen Wikipedianer zusammen. Und auch ein Jung-Wikipedianer? Auch ein Jung-Wikipedianer, genau. 15 oder 16. Ich habe mit dem Wörterbuch angefangen. Ich habe 6 Seiten, aber ich bin noch bei AA. Denn in Grönland beginnen sehr, sehr, sehr viele Wörter mit AA.
Unter anderem auch. Ich mache jetzt keinen Witz mit Analfixierung. Ich bin gut. Super. Oh, super. was Lustiges, auch langsam sein und schnell sein heißt auf Grönländisch fast dasselbe, nur dass bei dem einen statt ein I zwei I drin sind. Man hört quasi keinen Unterschied, aber das eine heißt langsam sein, das andere heißt schnell sein. Das ergibt sich aus dem Kontext dann, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich jetzt sage, mein Hemd ist... Ach nee, ich war gerade so bei Blau und Rot, nein. ja, weil wir beide blaue T-Shirts haben. Ja, wahrscheinlich. Die offiziellen Wikimania-T-Shirts. Ich war gerade irgendwie bei Blau und Rot. Nein, langsam und schnell ist es. Grönländisch hat eigentlich gar keine Adjektive. Es sind immer Verben, so halt langsam sein oder schnell sein. Genau. Also Grönländisch ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Sprache. Würden das Nordkanadier auch sagen? Das ist ja verwandt dann mit denen. Genau, also Grönländisch ist nah verwandt mit Inuktitut, also beziehungsweise das ist so die Überfamilie. Das wird eher im kanadischen Nunavut gesprochen, also da wo die kanadischen Inuit wohnen, mit der Hauptstadt Iqaluit. Ja, und also in Nordkanada, da wird tatsächlich noch mit dem kanadischen Silbenalphabet geschrieben, das sich aus dem Cree-Alphabet entwickelt hat, das ich auch noch lernen muss. Aber Grönländisch wird tatsächlich nur mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Es gab keine Schriftsprache, bevor die Europäer da eingefallen sind? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Es gab 1973 eine Rechtschreibreform, die war sehr umfassend. Ich habe auch den Wikipedia-Artikel darüber geschrieben, grönländische Rechtschreibreform. Da wurden halt... Lest das mal alle, Leute. Grönländische Rechtschreibreform. Genau, ich werde schauen in ein paar Tagen, wie viele Aufrufe der plötzlich hat. und dort, ja, da gab es halt große Veränderungen. Da wurden sämtliche Konsonantencluster aufgelöst. Aus VDL, GDL und TDL wurde LL gemacht. Man spricht dann... Also die ganzen Vokale wurden zusammengebunden. Ich bin mit Leidenschaft dabei. Sehr gut. Deswegen, es gibt einen merkwürdigen Ort in Grönland. Es ist irgendwie vielleicht eine Forschungsstation, es ist aber auch irgendwie als Ort eingetragen. Ich habe noch nicht über die Google Maps Satellitenbilder herausfinden können, was es genau ist. Es liegt ganz nah an der Thule Air Base. Wir brauchen als dringend eine Wikimania auf Grönland, damit du da mal die Gegend absuchen kannst. Genau, das möchte ich später sowieso noch tun. Ich möchte ein halbes Jahr durch Grönland reisen und alles fotografieren. Aber erst nach dem Studium. Oder während des Studiums. Nee, danach. Während wird schwierig. Semester. Ach, du willst richtig durchstudieren und in einem halben Jahr durch sein mit der Sache. Nein, nicht in einem Jahr. In zweieinhalb. Und deswegen gibt es diese merkwürdige Station oder was auch immer es ist. Man schrieb es vorher UVDLE. Uvdle. Aber heute schreibt man es ULLI für den Namen. Das heißt Uchi. Uchi. Ah. Uchi. Na? Uchi. Das Doppel-L kriegst du auch nicht hin. Uchi. Uchi. Ich, wie gesagt, lerne gerade Polnisch, die haben 5 verschiedene Rachenlaute. Das, als Deutscher hört man das gar nicht. Man ist nicht drauf trainiert, zwischen zu unterscheiden. Aber im Polnischen ist es entscheidend. Ja, da muss man auf Grönländisch unterscheiden zwischen K und Q. Oder zwischen NG und RN. NG und RN erscheint mir nicht so schwierig. Ja, das K ist immer ein K. Aber das Q ist immer ein K. Ah. Und das NG ist immer ein M. Aber das RN ist immer ein M. Ah, okay. Also das eine ist immer Vela und das andere ist immer Uvula. Wie viele Sprachen sprichst du oder verstehst du? Oder? Ja, das ist da so eine Sache. Also ich spreche Deutsch und Englisch. Ich habe 4 Jahre Spanisch gelernt und kann nichts mehr. Schade. Schade, ja. Ja. Mein Lehrer hat aber auch irgendwie die Motivation nicht mehr so geweckt. Dann habe ich halt im Januar begonnen, Isländisch zu lernen. Und für das Interesse des Grönländischen habe ich auch auf meiner Benutzerseite ein KL1 geschrieben. Ansonsten, ich kann... Also auch wenn ich Sprachen nicht spreche, ich kann sehr, sehr viele Sprachen lesen und ich kann sämtliche europäische Sprachen aussprechen. Das nützt zwar nichts, außer wenn man Texte vorliest oder Namen aussprechen soll, aber es ist ganz lustig. Dich interessiert mehr der Klang als die Bedeutung.
könnte man zusammenfassen. Es ist einfacher, Aussprache auswendig zu lernen, als ein Wörterbuch oder eine Grammatik. Mhm. Es ist einfacher. Die Struktur der Sprache interessiert dich mehr. Mhm. Ja, das kommt auch daher, dass ich Musik höre, und zwar in sämtlichen Sprachen, weil ich der Musik-Anti-Mainstream-Typ bin. Also wenn es nicht Englisch und nicht Deutsch ist, dann ist es eigentlich schon gut. Es bewegt sich bei mir etwa von Grönländisch bis Arabisch und von Russisch bis Portugiesisch. Ich spiele am Ende eines Podcasts immer ein Stück frei lizenzierte Musik. Was müssten wir denn nach deinem Wunsch spielen? Ach, da würde ich schon was Grönländisches empfehlen, aber ist die Frage, ob da irgendwas frei ist. Ja, müssten wir danach suchen. Das suchen wir doch noch raus und hängen das dann an. Ja, in den Episodennotizen auf wikistammtisch.de kann man es dann nachlesen. Ja. Aber jetzt sag doch nochmal richtig, also ich stelle die Armfrage. Was motiviert dich, bei der Wikipedia zu sein? Naja, das ist diese Sache, einfach mithelfen zu können und etwas zu schaffen. Auch wenn es teilweise tatsächlich wieder demotiviert ist, wenn man sieht, dass die Wikipedia schon so groß ist, dass man fast gar nichts schafft. Aber ansonsten ein Teil von dieser Bewegung zu sein, dort gleichgesinnte Leute zu finden auf den echten Treffen, so wie hier jetzt gerade bei der Wikimania, zu der ich es beim ersten Versuch geschafft habe. Ah, du hast ein Stipendium. Genau, ich habe ein Stipendium vom WMDE bekommen. Ach, du bist ja 17. Wer ist dein Vormund hier sozusagen? Martin Rulsch. Alias der Hexer. Als Alt-Jung-Wikipedianer. Genau, als Alt-Jung-Wikipedianer. Hm. Das war auch bei der Einreise ein bisschen schwierig. Das ist ja sowieso schwierig, hier reinzukommen, weil die dann halt sehr misstrauisch sind, und wenn ich dann ohne Eltern einreise, dann wundern sie sich schon. Ich muss schon einige Fragen über mich ergehen lassen. Ja, die Kanadier waren ziemlich knackig. Ja, die Kanadier gegen in die USA, weil wir über Boston gereist sind. Ach so, bei mir war es in beiden Fällen, mein Sohn hat einen anderen Nachnamen als ich, dass sie sehr nachdringlich nachgefragt haben. Ah, ja, okay. Hm. Ja, dann Musik haben wir. Königsfrage habe ich noch nicht gestellt. Siehst du, was würdest du tun, wenn du über Nacht König der Wikipedia werden würdest? Was wären deine ersten Anordnungen? Ich würde sofort sämtliche Transkriptionen korrigieren lassen, und zwar verpflichtend, ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, ich initiiere zurzeit auch ein Meinungsbild dazu, dass das Ganze nochmal ein bisschen revolutionieren soll, noch ein bisschen mehr Ordnung schaffen soll. Es befindet sich aber noch in sehr, sehr früher Vorbereitungsphase. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Damit wäre für mich schon sehr viel getan. Was würde ich noch machen vielleicht? Es gibt natürlich ganz viele Artikel, die ich erstellt haben möchte. Mhm. Die ich aber alleine gar nicht alle erstellen kann. Ich müsste die anderen Leute dazu zwingen, sie zu erstellen. Zu welchen Themen? Welche Artikel sind das? Eurovision Song Contest. Aha. Also daher kommt halt auch mein merkwürdiger Musikgeschmack. Ich habe dieses Jahr den Großteil aller Teilnehmerartikel geschrieben. Unter anderem auch zum Sänger Salvador Sobral. Mhm. Und das war ganz schön, weil plötzlich war meine Artikel die meistgelesensten der ganzen Wikipedia im Mai. Es war tatsächlich so, in einer Woche haben 300.000 Leute meinen Artikel gelesen. Ich habe ausgerechnet, jeder 250. Deutsche hat einen Artikel von mir gelesen. Da war ich schon etwas stolz auf mich. Wie findest du es, dass die fast nur noch Englisch singen? Grauenhaft. Ich habe eine Petition starten wollen, aber sie hat leider nur zwei Unterstützer gefunden, nämlich mich und einen anderen Wikipedianer, den ich davon überzeugt habe, das auch zu unterschreiben. Mhm. Also das finde ich ganz grauenhaft. Es wird jedes Jahr schlimmer. Aber trotzdem, was ich gut finde, also dieses Jahr hat ein portugiesisches Lied gewonnen. Mhm. Letztes Jahr hat ein englisch-krim-tatarisches Lied gewonnen. Also die Leute Obwohl wollen, das eher politisch war im letzten Jahr, oder? Ja, Also das Krim-Tatarische fand ich schon gut. Klar. Es ist ja einfach zu sehen, dass die Leute tatsächlich doch eigentlich noch, also die Fans des ESC, tatsächlich noch
diese fremdsprachige Musik wollen. Mhm. Ich verfolge auch vorher immer die ganzen Vorentscheide und höre mir vorher schon alle Lieder an, auch aus den Vorentscheiden, also die, die es nicht wirklich zum ESC schaffen. Und da steht dann häufig drunter, bitte sing dieses Lied auf Isländisch zum Beispiel. Mhm. Aber die Leute sagen dann, nein, ich möchte das auf Englisch singen, denn alle Menschen in Europa sollen meine Botschaft verstehen. Kein Mensch versteht die englischen Texte. Ja, vor allem niemand interessiert die Botschaft über den Text. Botschaft sollte immer über die Melodie kommen. Ach so. Und deswegen würde ich, also ich hätte wirklich gerne eine Sprachquote beim Eurovision Song Contest. Na, das in den ursprünglichen Regeln war es ja so. Dass nein, früher war es keine Sprachquote, früher war es eine Sprachregelung. Mhm. Da waren die Länder verpflichtet, in ihrer Muttersprache zu singen. Ja. Allerdings für Großbritannien, Irland und Malta hieß das, sie können Englisch singen. Ja. Aber spätestens seit ABBA wissen wir ja, dass man mit Englisch gut mitkommt. Das war, ich glaube, das war in einer Zwischenphase. Also davor gab es diese Sprachregelung und danach gab es sie auch. Aber in den 70ern gab es sie für einen kurzen Zeitraum nicht. Also darf man frei singen. Okay. Aber seit 19... irgendwann in den 90ern, glaube ich, hat man wieder freie Wahl und seitdem wird sie das Jahr englischer. Ich glaube, letztes Jahr waren, also dieses Jahr waren 3 oder 4 Lieder nur überhaupt nicht auf Englisch. Mhm. Schade. Na gut, mein Lieber, dann haben wir die Stunde rumgebracht. Es war super, super interessant, dich kennenzulernen und von dir zu hören. Das mit den Kyrillisch-Transkriptionen, das verfolgen wir mal. Mhm. Guck mal, vielleicht, nee, ich habe das nicht mit, das liegt zu Hause auf meiner Festplatte. Aber das machen wir. Und dann bist du ja demnächst vermutlich in Berlin. Hoffentlich. Sonst in Erlangen. Ja, sonst in Erlangen. Auch schöne Stadt. Ich weiß nicht. Auch eine schöne Stadt. Ich bin noch nicht überzeugt. Also es wäre schon ein großes Problem, wenn ich in Berlin abgewiesen werden sollte. Also die Chance ist eigentlich doch eher gering. Es gibt meist, also da stand auf der Seite, es gibt 50 Bewerber und 25, die angenommen werden. Also es ist ein sehr kleines Fach. Mhm. Und ja, und manche die dann angenommen werden, die nehmen dann vielleicht doch was anderes, weil sie sich noch irgendwo anders beworben haben. Kann man irgendwo für dich voten? Leider nicht. Ich möchte nur bitte irgendwann mal eine Antwort von der Uni haben nach einem Monat. Ich meine, letztes Jahr kam es nach einer Woche. Okay. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Wikimedia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Irin vida vakna þá varpa hýðin ættur grænar hlýða glóir á röðsinn skrýða fætur. Þeirum ganga fuglar frá flöktan drangan bjarga sólar vanga syngja hjá Salma lang og marga. Á allar lundir laga klið, loft í bláu rúmi, létta blundin lætin við, lef og þá og númi. Blundur nætur nægir sá, njóta mætu vinis, grunda fætur frægir á, ljóta glætu hinir. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.